dürfen heute mit Teller von singen. Herbert Feuerstein. Herbert Feuerstein. Herbert Feuerstein. Und Bernhard Hoeker. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie recht herzlich zu Miteinander leben. Schön, dass Sie uns zuschauen. Herbert, ich freue mich ganz besonders, dass du immer noch... Ist schon gut, ist gut. Dass du noch hier sein kannst. Ich freue mich auch. Wir fangen mal vorne an, ne? Und gehen nach Hessen, gehen nach Friedrichsdorf. Herbert, geht's dir gut? Hör mal, ich erlaube mir zu husten, okay? Und ja, das bedeutet nicht, dass ich jetzt einen Herzkasten... Nein, ich habe immer Angst, wenn du so hustest. Halt. Ich habe die ganze Zeit Angst, wenn ich dich nur anschaue. Wir waren bei den Dachziegeln aber schon sehr nahe. Es ganz, hat mit der, weit ganz, ganz falsch. Völlig Pflanzen, dann wie wär's mit Krokodilen? Was ist mit denen? Na, dann geht's gut. Und dir? Damit also, es mit, nein, mit Gemüse-Hamburgern zusammen verkauft werden kann, in einer Steuerklasse. Das ist es nämlich. Was? Damit es mit Gemüse haben? Aber du verstehst ja gar nichts. Nein, das ist da spreche ich Millionen Zuschauer aus der Seele. Jetzt tut er wieder so, als hätten wir es falsch gesagt. Dann macht man ja echt keine Lust mehr. Ja, genau. Ja. Ja. Sehr schön. Das war die Balkonfrage. Shakespeare. Ja. Und weiter? Ja, und weiter, was soll ich jetzt Romeo und Julia spielen für dich? Im Original Englisch. Du sollst die Frage mal stellen, die Balkonfrage. Willst du mich heiraten? Oder soll ich... Das soll ist ich nicht die, war nicht die Frage. Die Frage ist, was ist nicht wie lautet die Balkonfrage? Wir wollen das jetzt schon hier festlegen. Was ist eine Balkonfrage? Was ist eine Balkonfrage? Das ist die Frage, vielleicht die, so etwas die wie gestellt wurde, Romeo und also Julia. Also sind wir im Theater? Ja. Ist das richtig? Falsch. Stimmt. Wie ist denn das? Ich werde es euch mal sagen. Ja. Ja. Das ist schön. Wir werden euch mal erlösen. Also 1848. Ach so. Also, ich habe bisher noch nichts gesagt und habe eigentlich auch keine große Lust, was zu sagen. Alles falsch, die Werbung naht, ich sage es euch. Das ist ein Fachbegriff aus der Fliegereiabteilung Propellerflugzeuge. Ach, natürlich. Ja, natürlich, jetzt wo ich mein sage. Gott, ja. Bei Propellerflugzeugen kann die Winkelstellung der Propeller verändert werden. Normalerweise der Anstellwinkel des Propellers. Zu spät. Normalerweise wird eine möglichst flache Winkelstellung gewählt. Folge, der Luftwiderstand verringert sich, was wiederum den Spritverbrauch senkt. Ach, ich hasse mich. Ja. Es ist ein Begriff aus der Tierwelt. Es ist ein spezielles Organ, vor allem bei Vögeln, die diesen Ohrensack haben. Bitte? Ja, du musst schon von Anfang an zuhören. Wir reden hier die ganze Zeit auf dich ein und du sagst schon, ja bitte. Ne? Das hat überall. Das sind aber Spitznamen. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Das sind nicht die richtigen Ortsnamen, sondern doch ein bisschen Spitznamen. Ne? Sie Boston, Philadelphia heißt. Nein, deswegen, die heißen wirklich so. Naja, es gibt ja dieses Leasing, diese Leasing-Geschichte, ne? Kann man jetzt auch Dörfer leasen? Ah, doch, ja, nein, aber Bürgermeisterämter und sonst irgendwas, das hat man dann nach Amerika verkauft und zurückgeleast und hatte durch Steuervorteile. Und die haben das gemacht mit Philadelphia und Boston und ach, lass es doch, ne? Astronomie, hast du genannt. Astronomie, ja. Es gibt ja unglaublich empfindliche Spiele, die draußen im Weltall sind und so. Und die müssen ja so minimalistisch sauber sein, wie es gar nicht geht. Und die kleinste Verzerrung im... Ich habe keine Lust. Nee, pass auf. Ich glaube, das ist etwas zu essen, ne? Gell, das gibst du jetzt zu. Das ist was zu essen. So ähnlich wie so ein dicker Berliner oder halber Frankfurter, sagen wir auch. Ein flacher Schwede, das ist ein Ich lege mich jetzt nicht auf Fisch fest. Aber es ist zu essen und ich will jetzt endlich von dir hören, was es ist. Also ich war eher... Es geht um das Testament. Welches? Deins? Ja, was, welches soll ich den Namen nennen von Herrn Huber oder irgendwas? Ne? Testament? Eine erste, es geht um das Testament, sag doch ja. Du willst sagen, nicht wenn der Notar, öffnen, nein, alle Leute zusammenführt, dann kommen die alle, ja. So. Das ist es nämlich. Es wird nicht mehr lang dauern, dann ist es ja auch. Ja. Nein, das ist es überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber tötet uns ich denke immer, jetzt kommt noch irgendwas. Ja, warum sagst du dann welches? Warum fragst du das? Weil ich dachte, du findest irgend Schönes jetzt. Weißt du, dass es unter Folter geht, was du da machst? Am dünnsten und wenn das Blut da nicht mehr durchkommt, dann sind die nicht mehr richtig durchblutet. Und wenn ich jetzt frage, warum, dann weiß ich die Antwort. Bitte? So. Warum? Ganz kurze Frage. Ja, ich sag's halt. Und zwar? Weil man im Nähkästchen die Geheimnisse versteckt hat. Welche? Naja. Welche Geheimnisse? Dann wären es doch keine Geheimnisse, wenn man wüsste, welche. Ne? Jetzt. 1656 ließ der Magdeburger Bürgermeister 16 Pferde in entgegengesetzter Richtung an einer Kupferkugel ziehen. Das wissen Warum wir. Weiß ich? Das wissen ich auch. Ja.
Also, wer hat schon nein, zwei gesagt? Sag du's, du bist näher dran. Ja, was? Was denn? Was willst du denn wissen? Ja, die Antwort. Sag du's. Ich habe die Frage nicht gehört. Moment, vielleicht war er ganz nahe dran. Aber hallo. Vielleicht war er auch nicht ganz nah dran. Ja, aber vielleicht war er doch ganz nahe dran. Aber vielleicht auch nicht. Aber vielleicht doch. Vielleicht auch nicht. Aber vielleicht doch. Ja, komm ich. Nein, in der Esoterik, also schon, aus der Richtung heraus, dass das etwas ist, ein Tropfen, ein homöopathisches Mittel zum Beispiel, das dann eben von dem Schaman oder Magier besprochen wird, damit es wirkt und lacht nicht so doof. Ja, ich kann das auch hassen, weil ich fand deine Idee so super. Nicht so recht vorstellen. Also Medizin habe ich ja schon gesagt. Das habe ich gesagt. Sag mal. Da habe ich ja gesagt, meine ich. Ja, ja. Danke. No? Ja. Ich muss aufpassen, der hat wieder ganz viele Anwälte hier drin sitzen. Ja, auch Verfassungsrecht. Ein falsches Wort. Verfassungsrecht. Der soll das Erdding irgendwie halten. Also ich weiß es. Eine Stützfunktion, damit das Haus nicht kaputt. Ich weiß es. Aber das sagst du häufiger, aber ich freue mich jetzt schon. Das sind die Männchen, die dürfen nicht außer Haus. Ich darf auch nicht. Was ist ein Moderatorband? Moderator. Das, was wir von dir so hören, ne? Das kann ja nicht echt sein. Immer die gleiche Leier. Auch nicht. Dass es irgendetwas, eine Markierung ist, wo der Moderator nicht hingehen darf, damit er nicht in den Wettkampf irgendwie irritiert. Also im Sport. Herbert weiß es, glaube ich. Natürlich. Dann sag's. Nein. Das reicht ja für mich. Ich glaube, ich zu wissen. Also es hat mit Sicherheit nichts mit Fernsehen zu tun. Nichts mit Moderator kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so wie Mäßigung und wird auch als Begriff in der Chemie zum Beispiel benutzt. Ne? Und ein Moderatorenband ist eben ein Band, das irgendetwas abschwächt. Was denn? Einen chemischen Prozess innerhalb wird die Spannung hier in dieser Sendung zum Beispiel. Dann bleibt der Prozess, hält quasi an. Ja, die Erklärung eben war nicht ganz richtig. Aber fast, ne? Nein. Du musst sagen, wie lange aber das ziemlich. Ist. Komm, Moment, die Richtung stimmt aber schon. Was? Stimmt nichts von dem? Überhaupt nicht. Auch die lateinische Erklärung war nicht ganz richtig. Oh, Moment, moderare heißt mäßigen. Nein. Es heißt so! Entschuldigung, ich habe ja 8 Jahre im Fest gelernt. Heißt es irgendwas wie führen? Ich bin froh, dass ich auch mal einen anderen hier so aufregt. Moderare heißt nicht mäßigen. Was soll das dann heißen? Das werde ich euch nicht sagen. Dann wisst ihr es. Da gehe ich bis zum Verfassungsgericht. Ich hatte auch Latein. Ich habe auch das kleine Latinum. Ne? So, das heißt nämlich mäßigen. Das wird auch noch gerichtlich feststellen. Was heißt dann der Moderator? Der Mäßiger oder was? Das ist ja das Bizarre. Das nee, hat nee, ja moderare leiten und. Also unter anderem auch, ja. Also moderare heißt leitungsmäßig. Aha, hast du schon gesagt? Nein, unter anderem. Hast du schon zugegeben? Also ist es ein. Man hat es im Körper. Gell? Ja. Siehst du? Und zwar echt oder aus Plastik? Das ist wie so ein Band, eine Sehne, man spricht ja von Bändern. Ne? Es ist ein ganz bestimmtes Band, das eine ganz bestimmte Bewegung mäßigt. Ich werde es euch sagen, die richtige Antwort lautet wie folgt. In der Wand der rechten Herzkammer. Hab ich gesagt! Sag's nochmal. In der Wand der rechten Herzkammer verläuft ein Muskelband, das Kontakt hat zu den Reizleitungsfasern. Ja. Die den Impuls für den Herzschlag zu den Herzkammern. Das hab ich wirklich. Ich reg mich schon wieder auf. Ich muss den Schluss noch auskosten, damit er wieder brüllen kann. Dieses Muskelband, meine Damen und Herren, heißt Moderatorband, weil vom lateinischen Moderare abgeleitet, was so viel bedeutet wie leiten, lenken. Nein. Mäßigen heißt das. Und aus diesem. Die Frage lautete, was ist ein Moderatorband, war die Frage, nicht? Und dann sind wir schnell drauf gekommen, dass es um Medizin geht, das haben wir ganz schnell gewusst. Und dann sagte Herbert Feuerstein, das heißt also Moderare kommt vom Lateinischen, heißt mäßigen und du hast gesagt? Ich habe gesagt... Du hast gesagt nein! Ich habe gesagt... Du hast gesagt nein! Du, ich reg mich ja jetzt schon wieder auf! Wir wollten das ja klären! Lies vor, was ich unser Moderator... Okay, Dick möchte gerne wissen, was ist ein Brüllsack? Wahrscheinlich schon die Lösung. Es ist eine Tür, die Erstöffnung. Nicht unbedingt. Hat mit einer Tür zu tun. Nicht unbedingt. Aber auch. Fenster vielleicht. Nicht unbedingt. Auch im Mund. Bitte? Ach, vergiss es.